Ja, Freunde, der nächste Tag, die Batterie ist voll, der Thomas hat gerade die Nase gebracht und der Stan bringt gleich den Tank. Vielleicht ist sogar was drin und ich muss keinen Kredit aufnehmen. Willkommen bei Sams Channel. Ja, da ist die Nase, sie steht noch auf dem Boden. Der Thomas hat ja die Ohren hier repariert. Bin gespannt, ob das hält. Macht alles einen spannenden Eindruck, das heißt, steht vielleicht ein bisschen unter Spannung. Ja, einige haben das Video nicht gefunden, wo ich gezeigt habe, also wo der Thomas gezeigt hat, wie dieses Ding hier funktioniert oder wie es geklebt hat. Das ist ganz einfach, das ist im Abspann zu sehen, im Abspann in meinen letzten Worten vom letzten Video. Da wird ja immer so ein Link eingeblendet, den kann ich selbst bestimmen, was da eingeblendet wird. Und da habe ich Thomas' Video eingeblendet in diesem Link. Also die letzten 30 Sekunden im letzten Video muss das drin sein. Das ist die Nase und hier kommt der Schlauch dran. Und diesen Schlauch habe ich gerade schon anderweitig angeschlossen. Und zwar war das hier dieses noch übrig gebliebene Teilchen an der... Ups, warum kommt der Fokus nicht? Doch, jetzt kommt er. Genau, dieses Ding, das sorgt also dafür, dass diese Membran, dieses Membransystem, diese Schieber, die von der Membran betätigt werden, vom Staudruck abhängig gemacht wird. Ich habe mir das schon so gedacht, inzwischen hat so irgendein Zuschauer bestätigt, dass dem so ist. Also der Staudruck kommt von vorne über die Nase und dieser Staudruck verändert im Prinzip den Arbeitsbereich dieser Membranen und stellt damit den Vergaser nach. Ja, und dieser Schlauch kommt dann hier in etwa raus. Muss mal gucken, ob der da wirklich durchgeht, aber könnte schon sein. Und führt dann weiter zur Nase, wenn die wieder dran ist. Ansonsten ist das Motorrad dicht gewesen, also das drucklose Kühlmittelsystem hat über Nacht nicht gepieselt, das ist nett von ihm. Und falls mir mal wieder etwas tief in die Abgründe des Motorrades hineinfällt, ein Zuschauer, einer von euch, und vielen herzlichen Dank, ich weiß nicht, wer es ist, hat mir eine extra lange Pinzette über Amazon zukommen lassen. Das finde ich sehr nett. Jetzt brauche ich keine Angst mehr zu haben, dass mir irgendwas ganz tief reinfällt. Das kann ich dann wieder rauspicken. Hi. Genau, also Dankeschön dafür, kann ich gut brauchen, hatte ich noch nicht. Und vor allen Dingen kann ich jetzt endlich damit meinen Briefkasten leeren, ohne den Briefkastenschlüssel suchen zu müssen. Das ist toll. Und eines wollte ich auch noch aufklären. Irgendwas war noch. Ich habe die ganze Zeit überlegt. Stan hat mir also erklärt, ich muss den Schlüssel so leicht nach vorne kippen. Und dann ließe sich das Ganze wunderbar schalten. Und so ist es auch. Das habe ich gestern vielleicht zufällig ab und zu richtig gemacht. Darum ging es ab und zu. Aber wenn man den nach vorne kippt, dann lässt er sich schalten. Das ist bestimmt nicht so geplant von Kawasaki, sondern das ist schon ein Verschleißmoment, das ist klar. Das haben mir auch Zuschauer bestätigt im Kommentarfeld des letzten Films. Da hat man mir nämlich genau das gesagt. Man muss den Schlüssel bei manchen Schlössern nach vorne drücken, damit er mit hakelfrei geht und bei manchen sogar auch nach hinten ziehen. Jedenfalls, okay, wenn man es weiß, ist ja dann kein Problem. Ah, jetzt kommt der Tank. So, also Stan hilft mir gerade, beziehungsweise wir machen das gemeinsam, den Tank hier zu installieren. Genau. Stan hat gerade schon den Benzinhahn, den Benzinschlauch aufgesetzt. So. Ja, das muss ein Anstieg kommen. Ja, genau. Hier ist das Kabel noch eingequetscht. So. Das war's. Okay, das war's. Dann vier Schrauben, aber die habe ich leider in der Schnelle nicht gefunden. Das macht nichts. Hauptsache, wir haben ein bisschen Benzin drin und jetzt Mach mal einen Benzinhahn an. Wie geht der an? Ich weiß jetzt nicht, in welcher Richtung der an muss, der Benzinhahn. So, ne? Das müsste eigentlich... Das heißt, jetzt müsste Benzin fließen. Jetzt haben wir das Jahr. Ohren ist oben. Ja. So müsste Benzin fließen. Ja, das heißt, wenn ich es auf den Starterknopf drücke, müsste laufen. Es müsste eigentlich was funktionieren. Den Choke ziehen. Choke ziehen. Mhm. Einschalten. Schlüssel nach vorne drücken. Genau. Und dann. Ja.
Vergaser sind furztrocken. Genau. Die Benzinpumpe ist furztrocken, alles ist furztrocken. Genau. Jetzt nehmen wir mal das nicht zu ernst, dass es jetzt nicht beim ersten Mal anspringt. Oh, da ist er. Da ist was. Klingt so normal? Komische Schläge. Komische Schläge? Gut, das Öl muss erstmal überall hinkommen, das Kühlwasser muss überall hinkommen. Also. Aber der Auspuff ist schön leise, finde ich. Jetzt raucht sie vorne ein bisschen, weil die Krümmer heiß werden. Das ist mein. Boah, jetzt machen wir vorne noch ein bisschen auf. Boah. Also, ich finde, der Motor klingt gut. Die Schläge habe ich gehört, aber ich finde, sie sind weg. Show ist jetzt zu wieder. Also, ich finde, sie klingt gut. Jetzt klingt's gut. Das Öl muss ich jetzt verteilen. Der Motor hat ja auf dem Kopf gestanden und alles. Tacho zeigt an, Drehzahlmesser zeigt auch an. Hupe geht auch. Ich würde sagen, wir haben es geschafft. Also vom Gefühl her läuft der Motor gut. Ja, Stan, du hast es geschafft. Mein bestes Ding. She's back. So muss sein, ne? Ja, super. Choke brauchen wir nicht mehr, Choke ist jetzt weg, also. Gut, ärgern wir nicht weiter die Nachbarn. Perfekt. Ja, das freut mich. Das freut mich, dass der Motor gut läuft. Ja. Perfekt. Das wäre schade gewesen, wenn es nicht so wäre. Aber schön, dass er gut läuft. Ja. Ich bin happy. Ja. Meine Frau dann, hat gesagt, ich bin irre, aber. Ja, gut, Motorradfahrer sind immer ein bisschen irre, das haben wir halt alles gemeinsam. Das kann schon sein. Geld ist einfach so. Ja, ja, natürlich, klar. Nee, prima. Dann scheint alles soweit okay zu sein. Ja. Die Schrauben vom Tank hast du jetzt nicht dabei. Kannst du einen anderen mal bringen, ist ja kein Problem. Oder kannst du selbst dran schrauben. Ja. Ich hole die eh mit dem Bus ab. Ja, ja. Ich mache da jetzt nur die Nase noch dran. Und mehr kann ich dann auch nicht mehr tun. Der Thomas war vorhin da, hat die Nase gebracht, wie gesagt, und er hat gleich gefragt, wann geht's weiter mit der CB 1100? Die muss ja über den TÜV jetzt als nächstes, sonst wird ja jetzt wieder schön. Ja gut, TÜV habe ich mit der jetzt auch. Naja, genau. Aber das sehe ich jetzt kein Problem. Also ich gucke nochmal, dass alle Lampen leuchten, wenn die Nase dran ist und das alles funktioniert. Wackelnden Lenkkopf habe ich jetzt wieder angezogen, da sollte also nichts passieren. Bremsen sind alle noch im Normbereich. Bremsflüssigkeit ist neu. Gut, das ist das Nächste, was wir dann machen. Ja, also über die Saison kommst du jetzt mit dem Zeug noch. Ja. Das ist also kein Problem. Je nachdem, wie viele Kilometer du fährst, wenn du überhaupt dazu kommst, größer zu fahren. So, ich mache vielleicht im Jahr, wenn überhaupt, 2000 Kilometer. Naja, gut, also 2000 Kilometer halten die Scheiben und die Beläge noch viele Jahre lang. Also das ist jetzt nicht das Problem. Schön. Ja. Können wir noch mal kurz starten? Ja, klar. Einmal noch? Ja, klar.
Ja, dann freut es mich, wenn es dich auch freut. Nee, freut mich wirklich, weil der alte Motor ist nicht so gut angesprungen. Nee? Sobald er ein bisschen Temperatur hatte. Aha, okay. Nee. Ja gut, ich meine, der alte Motor, der hatte keine Kompression auf zwei Zylindern. Ja. Das war ja fast null da, wo die Zylinder, wo die Köpfe gerissen waren. Und das ist natürlich klar, wenn der nur auf zwei Zylindern läuft und auf zwei Zylinder nur anspringen muss, dann hat er natürlich große Schwierigkeiten. Ja. Und das große Problem war das hier. Ja, sicher. Dieser, das hat den Rest gegeben. Dieser zerquetschte Schlauch war meiner Meinung nach die Ursache von dem Ganzen. Ja. Weil es haben ja einige Zuschauer auch geschrieben, dass zum Teil die Kawasaki, allerdings das Vorgängermodell, eigentlich immer dafür bekannt war, dass die Köpfe reißen. Bei dem soll es ja eigentlich nicht so sein. Aber wenn natürlich hier der Kühlmittelfluss so behindert ist, der war ja fast flach, ne, das Rohr, dann ist natürlich klar, dass das auch passieren kann. Aber normalerweise soll dieser Motor ja eigentlich nicht so bekannt dafür sein, dass die Köpfe reißen, sondern der Vorgängermotor, der also diese Ohren da vorne am Kopf noch nicht hat. Diese Ohren waren ja erst Modell 2002, 2003, glaube ich, ne, genau. Das war ja auch das Problem, so einen Motor zu kriegen oder so einen Kopf zu kriegen, der genau in diesen Rahmen passt. Aber das hat ja jetzt geklappt. Ja, schön. Gestern standen wir vom Abgrund, heute sind wir einen Schritt weiter. Das ist super. Perfekt. Ich kann nichts anderes sagen. Perfekt. Ja, dann hoffen wir, dass die Klebungen vom Thomas an der Nase halten. Und dann, das hält bestimmt. Ja. Die Spiegel habe ich noch irgendwo oben im Regal. Und den Rest nimmst du dann mit, wenn du sie holst. Das muss ich noch alles zusammentragen. Es ist halt ziemlich viel übrig hier noch an Bauteilen von dem alten Motor. Der ist ja noch quasi zerlegt. Und ja, alles Weitere wird sich zeigen. Ja, Stan fährt wieder. Ich mache für heute Feierabend und morgen werde ich noch die Nase montieren und ihr seid dabei. So, nachdem der Motor ein paar Minuten lief, will ich mal gucken, ob hier noch was reinpasst. Das berühmte Schnapsglas. Ja, viel ist nicht mehr. Kühlsystem ist noch dicht, also alles gut. Jetzt kommt man gar nichts mehr dran, weil der Tank da jetzt sitzt. Das ist blöd. Das muss ich dann über das Ausgleichsgefäß entlüften. Das wird es dann tun, wenn das Motorrad mal ein bisschen gefahren worden ist. Jetzt mache ich den Deckel wieder zu. Das ist jetzt der Deckel, der bei dem Kühler dabei war. Das ist nicht der Originaldeckel. So, das passt gut. Ja, neue Schrauben für den Tank, weil die drin waren, haben sich subtrahiert. Sprich, Stan findet sie nicht mehr. Oh, falsch. So, der Tank. Überlauf oder Belüftungs- oder sonst was Heimer. Ich weiß nicht, wie das gedacht ist. Also, mich wundert es, dass er nicht nach links rausgeht, weil alle Schläuche, die unter das Motorrad führen, gehen nach links raus. Der geht nach rechts raus. Hätte ich jetzt nicht so gemacht. Weil ich hätte es jetzt versucht, alles auf eine Seite zu bringen. Nee, für hier raus ist es viel zu kurz. So, ich hoffe, wenn das oft nach oben steht, Richtung dem Pfeil, dann ist es so gemeint, deshalb ist es jetzt aus, wie ich doch hoffe. Hier fehlen die Hülsen ganz irgendwie, aber ich habe die ganze Kiste voll Hülsen. Macht sich gut. Immer gut, wenn man Schlachtabfälle hat, auch wenn das Wort nicht schön klingt. Handfest genügt, einen Tank wird man nicht verlieren. Zumindest nicht während der Fahrt und wenn, dann kann man ja schnell
zwischen den Knien festklemmen. Okay. Ja, hier werden 4 Schrauben benötigt. Glaube ich, mich erinnern zu können. Einmal hier am Spiegel 2, einmal hier 2. Hier fehlt schon wieder eine. Das hier ist fest, das hat Thomas ja geklebt. Das muss mit dem Geweih verschraubt werden an dieser Stelle. Und die Spiegel müssen im Geweih verschraubt werden, richtig. Also das sind 2 Muttern, so war es, glaube ich. Hier ist ein Gummi, das ist der Gummi von der anderen Seite, der ist runtergefallen, okay. Dann haben wir die Schraube, die ist noch da und die andere, die vermissen wir irgendwie, glaube ich. Ist hier wenigstens das Gewinde drin? Ja, sieht so aus, ein Gewinde haben wir hier an der Stelle. Ja, da sehe ich gewisse Chancen. Ich hoffe halt nur, das reißt nicht wieder, wenn man hier, weil das ist nicht ganz spannungsfrei, leider, offensichtlich. Aber gut. Ja, das tut hier gerade eh nichts mehr zur Sache, glaube ich. Hier haben wir wohl eine Gummimatte auf beiden Seiten. Die habe ich jetzt angebracht, das ist schon mal gut. Hier wird man vermutlich auch irgendwelche Hülsen benutzen wollen, allerdings nicht von der Seite, weil von hier kommt ja das Plastik vielleicht von der Seite. So. Wenn man von hier mit der Schraube dann durchschraubt, vielleicht. Jetzt bin ich gespannt, ob ich das schon aufsetzen kann. Ja, hier fällt alles zusammen. Ja, jetzt muss dieser Steckverbinder verbunden werden, dann muss dieser Schlauch da unten verbunden werden und dann muss das... Und dann müssen natürlich die RAM-R-Systeme auch verbunden werden. Es hängt in den Spiegellöchern, also in denen. Dann muss das hier so hin, auf der anderen Seite, das ist schon da. Ich mache das nochmal gerade weg, weil das fällt mir sowieso wieder runter. Hier an diese Schlauchverbindung komme ich noch dran in diesem Zustand, das müsste gerade so gehen. Der Elektrosteckverbinder hier oben ist ein bisschen knapp vom Platz her. Deshalb versuche ich das vielleicht als erstes. Aber wenn das nicht klappt, dann wird es eh schwierig. Aber das müsste gehen. Wo ist der Entriegler? Schlecht hören tun wir gut, aber gut sehen tun wir schlecht. Ah, so. Die große Frage, ob diese Gewinde hier treffen. Da habe ich nur eine Schraube, aber das sind die gleichen Schrauben wie für einen Zylinderkopf. Die Zylinderkopfschrauben. Jetzt der Zylinderkopf sowieso kaputt ist, nehme ich die mal. Könnte klappen, könnte gehen. So, jetzt versuche ich das mit dem Schlauch, was ich eben gezeigt habe. Da brauche ich noch die Schelle. Ich halte es zwar nicht für wahrscheinlich, aber vielleicht kann man von hier aus was sehen. So. Vielleicht kann ich dann danach wenigstens im Video sehen, was ich getan habe. Riegelheimer noch drauf. Habt ihr was gesehen? Ich nicht. Hier hängt gerade noch ein USB-Kabel an der Bremsscheibe. Jetzt versuche ich erstmal bei diesen Schrauben, ob ich ein Gewindebite bekomme.
Ja, Miniatur-Ratschenrad von KS Tools. War auch ein Geschenk von einem Zuschauer. Vielen herzlichen Dank dafür. Wird immer wieder gebraucht in engen Gefilden eines Motorrades. So, Spiegel. Der hatte zwei verschiedene Schrauben, was ich nicht unbedingt so schön fand, mich schon beim Abmachen gewundert hat, aber okay. Ich kann es ja nicht ändern. Ich mach mal die selbstsichernde normale Mutter nach unten, nach hinten. Und die Hutmutter, das ist die, die wahrscheinlich dahin gehört, mache ich nach oben. Weiß nicht, warum ich das Gefühl gehabt hätte, dass der Spiegel so besser ausgesehen hätte. Na gut. Es gibt nur eine Realität. So. Ja, Gummimatte unterm Plastik, Gummimatte überm Plastik. Die Hutmutter bremst sich ja selbst, weil da der Hut kommt. Und die andere mache ich halt so handfest. Das ist dann schon, denke ich mal, okay. Die Spiegel sind halt auch in einem ziemlich schlechten Zustand, weil das Gummi hier überall am Reißen ist. Aber ich kann es immer nicht ändern. Also hier so reißt alles und hier oben auch. Das ist halt der Zahn der Zeit, hat mal wieder genagt. Ja, ja, mit dem Zahn der Zeit, der genagt hat. Das ist mir heute Morgen auch aufgefallen, als ich mich rasiert habe. Nee, Schraubenzieher, den tun wir ab. Und dann muss ich erst mal die Batterie meines Tonsenders wechseln. Das müsste für den Rest des Filmes langen. Ach, das war ja abgebrochen, stimmt ja. Das haben wir gar nicht mehr gemacht. Okay. Ich muss das denn vielleicht noch mit dem Thomas reden. Dass er es vielleicht noch hinkriegt. So, dann müssen wir hier nochmal dran. Ja, wenn es jetzt runterfällt, ist es blöd, aber ich habe ja jetzt eine ganz lange Pinzette, dank eurer Hilfe. Ja, freut mich, dass die ganzen Schrauben gepasst haben und dass die Nasen noch gehalten haben, die der Thomas repariert hat, freundlicherweise. Ich denke, ich verlinke euch das Video vom Thomas nochmal am Ende dieses Videos, also in meinem Abgesang, den ich gleich tun werde, verlinke ich euch Thomas' Video nochmal. Die, die es beim letzten Mal nicht gefunden haben, können es ja gleich nochmal vielleicht versuchen zu schauen. Ja, mit dem Schlauch weiß ich nicht. Auf die Seite wollte ich ihn eigentlich nicht machen. Der tröpfelt auf den Auspuff, wenn es mal tröpfelt. Muss ja auch nicht sein. Auf die andere Seite ist er viel zu kurz. Vielleicht gab es noch eine Verlängerung dafür. Vielleicht erinnert sich das denn dran. Kann er ja selbst machen. Ist ja kein Problem. Ich sollte auch nur die Zylinderkopfdichtung tauschen. Hat leider nicht geklappt. So, hier haben wir noch zwei Minuspole. Die könnten jetzt hier noch drauf. Das lasse ich aber mal. Ich weiß nicht, ob Stan das jetzt so behalten will. In seiner Verkabelung kann er sich ja noch selbst anschließen, hier am Minuspol dann. Ich werde jetzt noch mal gerade die Kamera zu Hilfe nehmen, um zu gucken, ob die Lampen gehen überhaupt. Stanklicht geht. Blinker geht. Da auch, hinten. Ja, hinten geht's auch. Ah, der Lauflichtzocker, der Blinker. Hübsch. Bremslicht, oh ja, geht. Bremslicht hier geht auch, Rücklicht geht auch. Blinker, andere Seite, muss ich hinten noch gucken. Ja, hier geht's auch. Hier auch.
Licht. Macht er nicht. Keine Ahnung. Bei manchen Motorrädern ist es ja so, dass das Licht nur angeht, wenn der Motor läuft. Auf jeden Fall, der Stecker ist gesteckt. Da kann nichts sein. Ich denke, das sind die Relais da vorne, die dafür sorgen, dass das Licht nur dann angeht, wenn der Motor läuft. Weil das ist ja nicht so blöd wie bei Honda, dass man die 4 Ampere oder 5 Ampere ins Standlicht oder in das Fernlicht oder Abblendlichtbändchen schon reinschieben kann, ohne dass da irgendwas an Strom erzeugt wird. Da ist Kawasaki offensichtlich ein bisschen besser. Deshalb gehe ich einfach mal davon aus, dass das Licht geht, wenn ich den Motor anmache. Aber ich will ihn jetzt nicht anmachen, weil ich habe hier alles zu. Draußen ist Sauwetter. Deshalb will ich ihn jetzt nicht nochmal anmachen. Ist auch nicht gut, wenn man die Motoren immer nur kurz anmacht. Deshalb mache ich jetzt die Zündung wieder aus. Genau. Ja, das mit dem Öl, das bringe ich auch noch in Ordnung. Seit der Motor einmal lief, ist das hier weg, das Öl. Das hat es natürlich jetzt irgendwie im Motor verteilt und alles ist natürlich nicht mehr nach unten gekommen. Das heißt, er steht jetzt sehr stark nach vorne geneigt. Das kann ein Grund sein, warum das bisschen Öl, was jetzt fehlt, sich gleich so bemerkbar macht, dass man überhaupt nichts mehr sieht im Schauglas. Ich muss also erstmal das Motorrad auf beide Füße stellen und dann das nochmal begutachten und dann werde ich es nachfüllen. Ja, und hier ist es doch ein etwas filigranerer Splint geworden, nicht dieses Riesenvieh. Ja, und ob die Prismenaufnahmen dranbleiben, darf es denn entscheiden, wenn er das Motorrad abholt. Besonders schön sind sie ja nicht, allenfalls praktisch. So muss das dann. Dann sieht das auch gleich besser aus. Ja, Freunde, war eine schwere Geburt, aber zum Glück war es wenigstens eine, wieder eine. Zwischendrin gab es mal fast richtig Traurigkeit und Projektaufgabe, als wir oder Stan keinen Motor gefunden hat und keinen Kopf gefunden hat und dann klar war, dass der alte Kopf nicht mehr reparierbar ist, aber das Ganze hat doch noch ein gutes Ende genommen, wie es aussieht. Der Motor läuft, das Motorrad wird auch laufen, bin ich ziemlich überzeugt von. Mehr werde ich jetzt nicht mehr dran machen. Ich werde es in Parkposition bringen. Als nächstes werde ich schauen, dass die CB1100 über den TÜV kommt. Die nächsten Tage, nächsten 2 Wochen sollen ja schönes Wetter werden. Und da werde ich möglicherweise die Gelegenheit nutzen, das Motorrad über den TÜV zu fahren. Die CB1100 vom Thomas. Das wäre cool, wenn das jetzt gelingen würde, weil das wäre das Nächste. Damit die auch nach Hause kann. Und bis dahin sage ich bis demnächst bei Sam's Channel. Macht's gut.